Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Meine lieben Männer da draußen, ich wünsche euch einen grandiosen Vatertag oder eben auch Männertag. Und wir wollen einfach mal Lucy starten, was hier für Energien sind. Ich wähle heute einfach mal nur drei Karten, was hier wichtig sein könnte für dich. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Was könnte hier wichtig für dich sein? Was darf ich erzählen? Das sind echt viele. Kommt her, meine Lieben. So, eine Karte bitte noch und bitte eine klare Ansage hier. Dankeschön. Ich lege die Karten gleich auf. Ich mache es jetzt gar nicht so spannend. Wir haben die zwei der Stäbe. Wir haben die zwei der Schwerter. Und wir haben den Wagen. Okay. Also, mein Engel, hier kommt eine Energie auf dich zu, wo man nicht mehr zweifeln wird. Ja? Und es kann tatsächlich auch sein, dass du mehr deiner Intuition folgst und tatsächlich dann auch entsprechende Schritte unternimmst. Das heißt, ich sehe für dich hier ganz persönlich einfach erstmal, dass du wieder mehr an dich selbst glaubst und an deine eigene Intuition, an deine innere Stimme. Das heißt, es könnte dir jetzt demnächst irgendeine Antwort wie Schuppen von den Augen fallen. Und es könnte auch sein, dass es dir lange Zeit schwer gefallen ist, diese Situation objektiv, nur objektiv zu betrachten. Und deine Intuition sagt dir irgendwie, dass du, wenn du deine Gefühle, wenn du irgendwelchen Emotionen folgst, dass dir das nichts bringt. Sondern, weißt du, das ist so ein Gefühlszustand. Irgendetwas könntest du hier immer mehr für dich selbst erklären können, indem du dich dafür entscheidest, keine Gefühlsentscheidungen mehr zu treffen, sondern einen objektiven Blick zu bewahren auf eine bestimmte Verbindung bzw. auf eine bestimmte Situation. Und du könntest damit tatsächlich auch recht haben, weil du möchtest frischen Wind reinbringen in eine bestimmte Situation. Und dementsprechend sagt dir deine Intuition, es bringt mir einfach nichts. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich sage es nur noch mal, um auch mich einzuschwingen. Es bringt mir nichts, eine Situation immer zu sehr emotional zu betrachten, zu sehr aus dem Gefühl zu betrachten. Wenn ich objektiv bleibe und diplomatisch, auch nee, nicht in dem Sinne diplomatisch, sondern die Karten sagen dir, ja, wenn du dich nicht mehr abhängig machst von einem Subjekt, sondern deinen Weg irgendwo gehst und in der Objektivität bleibst, wirst du irgendwie das Gefühl haben, stimmt. Somit mache ich mich ja gar nicht mehr so verletzbar. Als wenn ich gefühlsmäßig immer wieder so tief eintauche in die Materie. Das heißt, du wirst dir jetzt in der kommenden Zeit irgendetwas immer besser erklären können und somit für dich und dein Leben frischen Wind aufnehmen können, aber eben auch für eine bestimmte Verbindung. Deine Intuition sagt dir, ich sollte objektiv bleiben in einer bestimmten Verbindung. Jetzt schauen wir mal weiter, wie sieht denn das hier ein bestimmter König, eine bestimmte Königin, beziehungsweise was ist denn bei dem hier so los? Die wollte auch, okay. Was ist bei dem hier so los? Bei deinem König, bei deiner Königin?
Ja, er spürt halt auch ganz einfach, dass man diese Diskussion nicht mehr haben will. Dass man auch tatsächlich keine Chance mehr nutzen möchte, um sich irgendwie zu streiten. Das heißt, er sprengt sozusagen auch den Turm. Das heißt, er findet es schade, wenn ihr in so ein Gefühlschaos seid. Oder eben, wenn du selbst in so ein Gefühlschaos bist. Also das, was der hier wirklich sprengen will, ist einfach, dass hier keine harte Kritik mehr kommt, keine Diskussion. Er will auch keine Möglichkeiten mehr nutzen, um sich irgendwie hier rumzuärgern mit dir. Und das letztendlich bringt euch auf eine stabilere Basis hier, ja? Also ich nehme wahr, du sorgst für eine Veränderung, eine Verbindung anders zu betrachten. Das sollte dein Weg sein. Und er sorgt eben für eine krasse Veränderung hier, indem er irgendwie in deine Richtung vielleicht stichelt, irgendwelche beschissenen Redensarten auch verwendet, dich vielleicht auch beleidigt oder so, ja? Oder er stiftet hier immer wieder diesen Streit an und so weiter und so fort, aber er will den Turm sprengen. Ja, er will das Alte hier wirklich loswerden. Und es könnte gefühlt für dich, du könntest positiv überrascht sein, wie hier auf einmal jemand solider auf dich zukommen könnte, geerdeter. Und es ist auch so, als möchte er dir die Chance widmen, tatsächlich auf weite Sicht, dass das auch in eine feste Verbindung geht, zumindest dass diese Verbindung stabil ist. Das heißt, du könntest für dich feststellen, du warst viel zu emotional, viel zu, ja, du könntest viel gegeben haben und probierst es jetzt aus, weil deine Intuition eben sagt, ich betrachte die Sache objektiv. Ich gehe mal raus aus meinem ganzen Gefühlsgedöns. Und auch er, ja, also auch er merkt eben, oh, ich sollte aufhören, dich überhaupt da hinzubringen, dass es dir immer wieder so beschissen geht. Und hat hier auch. Du hast frischen Wind, den du reinbringen willst, und hier bringt jemand Stabilität rein. Also ihr arbeitet hier beide dran. Ja, also ihr beide macht euch Gedanken darüber, wie man in dieser Verbindung wirklich viel besser auskommen könnte. Was habe ich denn für euch als Dynamik oder eben im partnerschaftlichen Bereich für euch zusammen natürlich? Eine Karte hätte ich gern noch. Ich schiebe die mal ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr seht die. So, okay. Wir haben, oh, das ist schön, die 10 der Stäbe und Kopflage. Wir haben den Sieg und die Kraft. Das ist wunderschön, meine Lieben. Hier sind beide offen dafür, ihre Haltung zu ändern und auch zueinander. Also das heißt, es wird sehr siegreich werden, weil die Belastungen hier gehen raus, Herausforderungen gehen raus. Ich habe den Sieg auf Tasche und eben auch hier die Kraft. Also ihr habt beide die Kraft aus einer vermeintlichen Verbindung, die zum Scheitern verurteilt ist, das Beste wirklich hier daraus zu machen. Aber das ist eben so, weil es beide wollen. Ja, weil das ist auch, weißt du, mit der Kraft ist es so, als ob ihr beide diese niederen Kräfte anwendet,
um etwas Besseres daraus zu machen. Und es wird euch tatsächlich auch gelingen. Ja. Ihr seid da wirklich mit Leidenschaft an der Sache, Herausforderungen, wirklich Herausforderungen in dem Sinne sein zu lassen und hinter euch zu lassen. Also hier könnte eine Verbindung, ihr könntet euch beide, obwohl du es nicht merkst, wirklich hingebungsvoll da irgendwo hingeben, dass das klappt. Ja, also hier wird man sich einig werden, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Und jeder versucht da irgendwo bei sich selbst zu schauen und das Ganze wirklich auch in eine positive Wandlung zu bringen. Aber mit einer Leidenschaft, ja. Also hier ist jetzt keiner dabei, der sagt, boah, ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie was zu ändern oder so. Das macht ihr zusammen. Auch wenn du ihn vielleicht nicht jeden Tag siehst oder ihr vielleicht im Clinch liegt, macht ihr beide euch ja wirklich Gedanken, wie Besserung reinkommen könnte. Ja, und ich sehe ja auch hier zusammen mit der Kraftkarte, dass die Lebenslust wieder wachsen wird. Ja, dass wieder mehr Energie reinkommt. Und ja, ich habe ja einfach eine mega Power. Also hier ist so ein Booster, der eure Verbindung bekommt, weil ihr beide merkt, wir sollten da was ändern. Und das ist schön. Also du kannst jetzt darauf hoffen, dass dein König, deine Königin auch bestimmte Anstrengungen anwenden wird, um Besserung reinzubringen. Ja, und ich habe hier auch mit den sieben der Münzen. Das hat hier wirklich, also ihr bleibt hier auch zusammen. Der Turm, der will alles sprengen, ja, und er will auch, dass das alles irgendwo gesprengt wird. Aber man hat vor, mit dir langfristig wirklich zu planen, bei dir sein zu wollen, dich in seinem, ihrem Leben auch haben zu wollen, aber eben eine solide Basis hier auch auffinden zu können in deine Richtung, ja. Also hier habe ich ein, ja, was Schönes, was hier wirklich zwischen euch entsteht oder ein schöner Weg, einen schönen Weg, den ihr beide gemeinsam jetzt gehen werdet. Ja? Guck mal, die neue Liebe und religiöse Faktoren. Es ist so. Es ist eine Karma-Karte, habe ich mir abgeguckt von einer anderen Kartenlegerin. Liebe Grüße dahin. Diese religiösen Faktoren könnte auch eine Karma-Karte sein. Das heißt, ich habe für dich hier schon jemanden, der hier deine Gefühle aufwühlt. Und du wühlst hier auch dessen Gefühle auf. Egal, was hier war, aber das Karma möchte euch hier wirklich die Liebe bringen. Ja, und klar habe ich hier, dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Es könnte sein, dass hier eben eine Liebe ist, wo du nicht zwingend erstmal froh bist darüber. Oder eine Liebe, die man hier erst gar nicht erkannt hat. So nehme ich das hier heute wahr. Aber Sinn und Zweck dieser Verbindung ist es, dass daraus eine komplette neue Partnerschaft entsteht, eine komplett neue Liebe, egal ob ihr verheiratet seid, vergeben seid oder in einer Freundschaft plus seid, Affäre, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, der Plan war gefühlt irgendwie ein ganz anderer und jetzt entwickelt sich hier aber eine neue Liebe zwischen euch, zwischen euch. Und da kann es immer wieder etwas sein, was eure Liebe hier beeinflusst, aber das soll jetzt bereinigt werden. Ja, das soll jetzt hier wirklich
bereinigt werden. Das soll so nicht mehr vorkommen, meine Lieben. Ja. Was habe ich denn für ihn für eine Tarotkarte? Was darf ich denn auf ihn legen für eine Tarotkarte? Also ich habe hier das Ass der Schwerter. Er möchte Entscheidungen treffen und ehrlich sein. Offene Gespräche führen, aber nicht hier sowas, oh, wir müssen und was weiß ich. Er möchte offener zu dir sein. Was habe ich für dich? Du bist der Stern, mein Schatz. Du bist der Stern. Ja, das ist das, was er halt wirklich auch in dir sieht. Das ist auf lange Sicht eine Verbindung mit Zukunft. Ja. Und du darfst auch dementsprechend hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, was diesen Mann oder eben diese Frau betrifft. Das habe ich für dich. Also für dich habe ich eine glückliche Verbindung voller Zukunft. Ich habe aber auch, dass du auf gewisse Einsichten stößt. Ja? Und das ist eine Schutzkarte. Du bist beschützt, mein Hase. Ja? Was habe ich für euch zusammen? Was habe ich zusammen für euch? Was darf ich legen für diese Verbindung? Zusammen. Da habe ich den König der Münzen. So, für euch zusammen. Weil ich habe unterm Kartendeck noch hier die 9 der Kelche. Es ist eine sehr tiefe Verbindung. Es ist eine Verbindung, wo man weiß, ich bin glücklich und zufrieden. Mir mangelt es an nichts. Und es ist auch eine sehr genussvolle Verbindung. Ja, das muss ich auch sagen. Vielleicht definiert ihr euch darüber, dass ihr halt vielleicht zusammen gerne kocht, gerne essen geht. Was weiß ich, zusammen vielleicht irgendeine Kochsendung gerne schaut oder. Eben irgendwie ist diese Verbindung ja doch sehr genüsslich. Ja. Und für euch zusammen habe ich mit dem König der Münzen einfach, dass ihr das Erreichte genießen werdet. Und ihr werdet Mittel und Möglichkeiten, die ihr habt, auch verantwortungsvoll einsetzen. Ihr tragt jetzt beide Verantwortung für eine tiefe Verbindung. Ich glaube, das ist genau das, was diese Legung hier heute sagen möchte. Weil alle beide sehen etwas Besonderes in dem anderen. Und ihr tragt beide die Verantwortung für diese Verbindung. Das ist wirklich wunderschön. Also hier macht nicht nur einer, hier machen alle beide. Und das geht letztendlich auch wirklich gut aus. Was schickt denn er dir für ein Herz? Ja, die Hingabe. Er will, dass du loslässt. Er will dir sagen, dass alles gut werden wird. Gib dich mir bitte hin. Lass los, alles wird gut werden. Was schickst du ihm denn? Ja, du folgst der Stimme deines Herzens. Du weißt, wenn du von dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und du folgst ihm. Du wirst loslassen. Du wirst dich ihm hingeben. Unterm Kartendeck habe ich für euch, und das passt so super, die Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag immer intensiver. Also runder geht diese Legung hier heute nun wirklich nicht. Ja, meine Lieben,
Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviertet, Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.